Das Gute an den Genscheren oder warum sie auch so bekannt geworden sind, sie sind sehr einfach zu bedienen. Das heißt, Sie selber zu Hause sogar können Sie die Reagenzien einfach in einem Reaktionsgefäß tun und bei 37 Grad belassen. Theoretisch wäre aber auch denkbar, dass man diesen Test mit herkömmlichen Glukosestreifen oder auch mit den Schwangerschaftstests zusammenbringt. Unser System bietet eine kostengünstige Alternative. Wir können unser System für wenige Euro anbieten, da die einzelnen Komponenten in großen Mengen und einfach hergestellt werden können. Zudem ist unser System sehr schnell, das heißt, wir können diese Viren in 45 Minuten messen, das heißt von der Probenentnahme bis zu dem Ergebnis. Unser System ist sehr flexibel, das heißt, wir können nicht nur diese einzelnen Viren messen, sondern verschiedene Mutationen von den Viren, aber auch Bakterien mit dem System detektieren. Außerdem ist unser System multiplexfähig, das heißt, wir können nicht nur ein einzelne Target messen, sondern viele verschiedene Targets gleichzeitig auf unserem System. Und natürlich, was auch sehr wichtig ist, dank der Genscheren ist unser System sehr präzise. Vielleicht haben Sie in den letzten Tagen gehört, dass die sogenannten PCR-basierenden Tests falsch positiv oder falsch negative Ergebnisse geliefert haben. Das liegt daran, dass sie an Vervielfältigung von diesem Virusgenom basieren. Und das heißt, wenn Sie eine Probe geben, da sind halt so wenig Viren drin, die man halt für die Detektion einfach kopieren muss. Und bei dieser Kopieren passiert halt Fehler, und deswegen sind diese Tests nicht so präzise. Dank unser System, die auch auf keine Vervielfältigung basiert, sind wir sehr präzise. Für die Virendiagnostik, man braucht einen sehr spezifischen Test, welchen wir dank die Genscheren haben. Warum braucht man das? Weil dieses Virusgenom besteht aus 30.000 Basen. Und unsere Genschere erlaubt uns, eine einzelne Base zu detektieren. Und diese Detektion können wir später für die Diagnostik nutzen. Mit den Antikörpern gibt es theoretisch zwei Probleme. Das heißt, die sind nicht so präzise. Das heißt, man kann zwischen den verschiedenen SARS-Typen nicht so einfach entscheiden oder man braucht sehr gute Antikörper, die auch sehr viel Zeit nehmen zu produzieren. Im Falle von einer Pandemie ist das jedoch, müssen wir sehr schnell sein und deswegen ist die Nukleinsäurediagnostik und natürlich am besten mit der Genschere das die beste Methode dafür. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck dran, unser System an Covid-19 anzupassen. Unser Ziel ist, zwei verschiedene Bereiche des Virusgenoms gleichzeitig zu messen. Wenn dies einmal gezeigt worden ist, wäre unser System schon einsatzbereit. Aber leider, dies ist zu spät für die erste Welle der Pandemie, die wir gerade durchleben. Falls eine zweite Welle kommen sollte, wovon ich natürlich nicht hoffe, wäre unser System zumindest in Laboren in einem Jahr verwendbar.